Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Ihr wisst ja, nach dem Rumfahren ist vor dem Rumfahren. Das heißt, wir fahren jetzt wieder nach Hause und liefern mal das ganze schöne prozessierte Zeug, genau. Nein, natürlich hier die Erze, die wir gesammelt haben, zurück in unsere Raffinerie, auf dass sie hoffentlich verarbeitet werden mögen. Nur mal so, wie schnell fahre ich eigentlich gerade? Oh, 50 Meter pro Sekunde. Da passiert ja nicht viel, außer das. Ups. Das war vollkommen geplant. Wieso nudelt denn der eigentlich so rum? Muss ich jetzt hier irgendwie mit Schmackes umdrehen, damit mein Bohrer wieder gerade ist? Was? Vielleicht sollte ich noch die Rotor-Lock-Funktion auf den Rotor setzen oder die gute Bremskraft erhöhen. Das wäre natürlich auch eine Maßnahme. Ja, müssen wir mal machen dann. Hängt mir jetzt hier das Ding also zur Seite raus. Furchtbar. Egal, der kann jetzt hier erstmal stehen bleiben. Brauche ich gerade nicht. So, wir schmeißen mal Zeug hier rein. Und das da kommt natürlich auch noch mit. Nur noch Metal Grids drin. Wo auch immer die herkommen. Ich mag sie. Ja, noch ein bisschen Eisen-Connector, auch schön. Können wir hier auch noch mal alles abschmeißen. Das wird dann wohl im H2O2 landen, hoffe ich. So, jetzt passiert natürlich doch, Quatsch, natürlich passiert schon was. Wir haben ja schon verbunden beim letzten Mal. Guck, da ist schon drin, sie macht. Mach mal bitte zuerst das Silbergold, ist jetzt gerade nicht so wichtig. So, jetzt stellt sich die Frage, kann ich in dem kleinen Pups-Assembler, den wir haben? Ja, kann ich. Brauchen wir erstmal 3 Stück. Das ging überraschend schnell. Dann brauchen wir noch ein bisschen Stahlplatten, Konstruktionskomponenten, egal was, das wird eh nicht reichen. Aber dann können wir nämlich hingehen. Das müssen wir auch nochmal fixen, bei Gelegenheit. Aber erstmal kriegt der Kollege hier zufälligerweise schon die richtige Farbe, warum auch immer. Okay. Survival Kit da reinfummeln ist wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, wenn er so steht. Uff, ja gut, dann komm. Was soll's? Sprit an. So, siehst du, dann kriegen wir das jetzt auch irgendwie ohne große Probleme rein. Hab ich das noch irgendwo auf Le Toolbar? Ja, zufälligerweise schon. So, das wird dann hier eingedreht und dann sollte es... Oh Gott. Ja, passt. So, noch ein paar Motors und Displays, das kriegen wir hin. Motors, genau. Motoren natürlich. Immer macht dann noch mal ein paar von die Motors rein. So, und damit ist hier auch wieder ein Survival Kit am Start. Das freut mich. So, der kann wieder ein, kann jetzt hier wieder erstmal locken und fertig. Apropos locken, da ich wollte hier kurz was machen und zwar. Ja klar, deswegen lumpert er natürlich auch irgendwie sofort in der Gegend rum. So, der kriegt das mal auch wieder ein bisschen Kremspraft, genau. Schön, die gute Kremspraft. Ah, die verfolgt uns auch schon eine Weile. So, und weil das jetzt so schön war, ne? Weil es so schön war, passieren jetzt auch hier Dinge. Ich brauche dafür natürlich nochmal erstmal die richtige Farbe und die richtigen Stahlplatten. Zum Glück habe ich noch einen Haufen davon. Ich bin so froh, dass der Cargo-Container den Angriff überlebt hat. Weil, wenn ich mir vorstelle, wenn uns das Zeug abgeflogen wäre, wäre halt blöd. Weil dann hätte es halt irgendwie so, ja, sinnlos in der Gegend rumgelegen. Und wäre dann wahrscheinlich irgendwann, ja, im Laufe der Zeit, die wir jetzt noch an der Asteroidenbasis waren, wahrscheinlich vor sich hin despawned, weil lose rumliegende Teile
sehr weit weg vom Spieler. Hm. Ja, dann macht irgendwann das Spiel mal einen auf Copperfield und sagt, sehen Sie, wie ich das verschwinden lasse. So, wie schaut's hier aus? Siehst du schon zu weit? Da sind sie wieder zu weit gegangen. Na siehst du, kriege mich auch wieder langsam hier sowas wie Boden der Tarzan rein und fallen nicht ständig runter. So, haben wir alles. Sieht gut aus. So, hier müssen wir auch noch mal schauen. Nachdem hier noch halbe sind. Erstmal hier das ganze Geschmeiß wieder gerade machen. Das sieht ja furchtbar aus. So, jetzt habe ich wieder gleich keine Stahlplatten mehr, um noch was Neues zu setzen. Sehe da schon wieder kommen. Oh, schön. Einfach mal schmeiß einfach den Block mal ordentlich daneben. Kannst du machen. Warum auch nicht? So, keine Stahlplatten mehr. Na gut, wir haben zum Glück noch so ein paar tausend. Und sogar mehr als das. Achso, stopp. Nee, das ist immer noch so ein Cargo-Container. Das heißt, achso, ja, klar, der hier oben, der hat jetzt auch was. Logisch. Ja, wir werden natürlich irgendwann noch einen richtigen Cargo-Raum machen mit großen Containern und Platz und Zeug und ja. Ihr wisst ja, wie es ist. Also da erzähle ich euch ja nichts Neues. Ich glaube, der Großteil von euch kennt das Spiel entweder schon seit längerem oder vielleicht auch, ja, doch jetzt so mittlerweile nach dem Zugucken auch ein bisschen besser. Natürlich werden wir uns dann ein bisschen wieder abspinnen und irgendwie große Container bauen. Ich weiß noch nicht, ob ich wieder den Inventory Manager nutze oder nicht. Ich sehe das immer so ein bisschen gespalten. Ja, er macht vieles einfacher und schön und toll. Aber eigentlich bin ich eigentlich auch ein sehr, sehr großer Freund von Systemen, die man halt eben mit den Vanilla-Blöcken, also sprich über Sortierer und so weiter, macht. Na, ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Was wir aber auf jeden Fall jetzt erstmal tun, ist Platz. Wir schaffen hier nochmal ein bisschen Platz. Den Stein hier muss ich auch nochmal irgendwie aussensen. Wahrscheinlich wird es doch darauf rauslaufen, dass wir uns irgendwann nochmal einen flugfähigen Miner bauen. Wird wahrscheinlich wie immer, da kenne ich mich, anstatt irgendwie einfach einen Blueprint zu nehmen, werden wir einfach wieder einen neuen zusammenkleben. Einfach weil es geht. So, auf jeden Fall, das hätten wir schon mal. Dann kommt natürlich wieder, ihr könnt es euch schon vorstellen. Wir schaffen hier ein bisschen Platz. Ja doch, nee, passt. Dann kommt nämlich jetzt hier wieder. Und auch an der Stelle erlaube ich mir jetzt mal wieder hier einen, der in alle Richtungen geht. Oh, wisst ihr, Moment mal. Vielleicht habe ich es mir gerade viel zu kompliziert gemacht, weil... Ich verdrängte sogar vollends. Wir haben doch mittlerweile hier diesen wunderschönen tollen Medical Room, der hier einfach schön hinten peng dran geht. Peng. So, nochmal schauen, ist das... Der hat hier an zwei Stellen, das heißt, wenn ich ihn da so hinpacke... Ja, Wunderbärchen. So, Displays fehlen noch. Okay, und medizinische Komponenten. Gehen wir mal in die Produktion. So, und jetzt schau mal einer an. Ah, schön dat. Schön dat. Können wir überlegen, wollen wir den vielleicht doch weiß machen? Nehmen wir hier einfach die Tarnfarbe, die wir sonst überall auch haben. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen grell. Ja, aber trotzdem schön. Gefällt mir.
superst, weil dann können wir mich jetzt hier irgendwie noch mit Wand irgendwie zumachen. So irgendwie einmal da und einmal da. Dann haben wir ja noch mal so ein bisschen extra Schutz. Das gefällt. Gut, das mit dem Rohr ist dann ein bisschen dämlich. Da müssen wir dann halt auch irgendwie austauschen, aber das ist dann so. Hier oben haben wir auch noch den Kommandoraum, der gebaut werden möchte. Und guck mal, hier fehlt noch eine Runde Dach. Also kein rundes Dach, sondern eine Runde Dach halt eben. Ja, ach, keine Ahnung. Hört nicht auf den Mist, den ich manchmal laber. Ich tue es auch nicht. So, apropos Problem. Wenn wir jetzt hier irgendwie noch eine Raffinerie hinkleben wollen, dann könnte das schwierig werden. So wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe. Also das hier geht noch, aber spätestens dann wird es ein bisschen doof. Ich weiß, wie wir es tun. Und zwar folgendes. Wir schnappen uns einfach den Kollegen, setzen den hier an. Und dann können wir jetzt nur noch von der anderen Seite ran. Ich habe zwar keine Ahnung, wie da der Boden aussieht, ist mir jetzt im Moment aber auch... Doch, jetzt habe ich eine Ahnung. Guck. Perfekt, dann können wir mich jetzt hier einfach in die Blöcke setzen. Dann ist das mit der Form auch richtig, auch wenn das wahrscheinlich nie jemand sehen wird. Dasselbe machen wir hier genauso. Na, wobei, ob das so nie jemand sehen wird, wart mal. Würde ich jetzt gar nicht so behaupten, weil wenn wir das hier so setzen, dann sehen wir schon. Und nachdem auch da irgendwie der Fels so ein bisschen kaputt aussieht. Ja, ja, komm, das bauen wir dann natürlich richtig. Müssen wir dann hier vorne auch noch ein bisschen ausweiten. Wichtig, ausweiten, nicht ausweiden. Das ist was anderes. So, dann haben wir nämlich hier irgendwie auch einen halbwegs sauberen Übergang. Und können dann hier... Kommt da schon wieder angeflogen. Können hier so schön ran. Das sieht doch ganz gut aus. Ein Assert Skeletor. Okay, ja, keine Ahnung, was das ist. Habe ich, glaube ich, noch nicht von Namen gesehen. Weiß auch nicht, ob ich das gerade möchte, wenn ich ehrlich bin. Fuel critical. Ja, toll. Gut, dass ich hier unten auch noch was im Ding habe. So, der kann eigentlich dann weg. Weil wir jetzt oben die große Medbay haben, die ist natürlich deutlich besser. Einziges kleines Problemchen, was wir jetzt noch ein bisschen haben, ist... Das sind eigentlich zwei kleine Problemchen. Problemchen Nummer eins ist, wir brauchen natürlich noch einen Assembler. Und zwar einen großen. Und dann wollte ich noch die Stromsparmodule ankleben. Habe ich noch Stahlplatten? Nein. Und ja, auf den Kommentar gehe ich an der Stelle gerne nochmal ein. Natürlich, von denen habe ich nicht vergessen, dass ich von einer Förderanlage für Eis gesprochen habe. Die wird es auch geben. Keine Sorge. Bin ich selber sehr gespannt drauf. Weil, nachdem ich ja bekanntlichermaßen jetzt nicht irgendwie der größte Freund von Wasserstoff bin, habe ich so ein Gerät... schon zwei, dreimal im Multiplayer irgendwie mit aufgebaut, aber noch keine ganz alleine. Wir suchen nach Modules. Insofern wird das wieder ein schönes Getüftel geben und tatsächlich möchte ich auch irgendwie noch dann irgendwas mit den AI-Blöcken machen, dass der ganze Krempel dann auch automatisch von irgendwas abgeholt wird. Und tatsächlich bin ich am Überlegen, ob wir das sogar vielleicht irgendwie mit dem Fahrzeug hinkriegen. Wir haben keine Batterien mehr. Ja, komm, bauen wir jetzt einfach ein paar davon. Warum auch nicht? Wir werden schon verschwenden, keine Sorge.
So, fehlt nur eine Stahlplatte. So, die kommt dann auch weg. Inventory full. So, und den Basic Assembler, den haben wir jetzt hier natürlich auch rumfliegen. So, den ganzen Krempel haben wir erstmal raus. Gewehr brauche ich gerade auch nicht. Ich habe gerade nicht vor, irgendjemandem Höflichkeit entgegenzubringen. Wobei ich muss zugeben, das habe ich gewöhnlich selten vor, dann wird es trotzdem notwendig. Aber ja, anderes Problem. So, wie machen wir es am blödesten? Wir haben hier oben ja schon, tollerweise, weiß ich was, dann machen wir das auch so. Wir haben hier zufälligerweise eine Höhe von 2. Das sieht jetzt zwar erstmal ein bisschen komisch aus, weil ich das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen hängend aufbaue. Aber so alles in allem sollte das jetzt funktionieren, dass wir jetzt sagen, hallo? Hallo? Wir schnappen uns hier ein paar von den Teilen wieder, wie immer. Bauen hier eine Leitung. Ich glaube, ich muss mal ganz Eck mehr bohren, weil das ist gerade, ich sehe wenig und das gefällt mir nicht. Und dann können wir unsere Assembler zu deutschen Montageanlagen schön von der Decke hängen lassen. Und haben hier hinten trotzdem noch Platz für was auch immer hier noch kommt. Das weiß ich selber noch nicht so genau. Hat mir überlegt, da irgendwie mit Bohren und sowas zu machen. Hat da was angefangen. Wurde dann leider vom Feind zerstört. Ja, vielleicht machen wir es doch irgendwie... Machen wir es doch vielleicht mit einem fliegenden Miner. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr Sinn macht es, weil wenn ich jetzt hier irgendwie riesen Bohrköpfe aufstelle, die sich hier irgendwie in drei Dimensionen durch den Raum bewegen, auch wenn die Idee geil war, keine Frage, es würde einfach viel zu lang dauern. So bauen wir uns dann einfach einen kleinen Miner, der da irgendwie durchballert und fertig. Was da, aber wo es durchballert, was ist denn eigentlich kaputt? Falsches Farbspiel. Schande. Großes Farbspiel, komme ich dann, kriege ich den noch lackiert? Ja, der ist schon. Okay, dann muss ich es nicht. So, 3 und dann kommt hier einer hin, dann würde ich sagen, bleiben wir in diesem, mit diesen Abständen. Dann nochmal 3. 1, 2. Nee, sehe nix. 3. Und dann kommt natürlich hier auch noch mal so ein Kollege dran. So, nochmal schnell Teilchen holen. So, passt doch. Und dann hängen wir jetzt hier unseren ersten Assembler schon mal auf. Dann kann ich mich den kleinen da unten wegmachen, dann ist er mir auch nicht mehr im Weg. Und ich würde sagen, den packen wir so hin. Was? Kein 150 Computer? Oh. Hab irgendwie dann doch genug gehabt. So, und dann kommen wieder, ihr könnt es euch denken, nochmal 2 Stromeffizienzmodule dran. Okay, hab nicht mehr genug. Dann müssen wir nochmal nachbauen. Und das macht schon unser neuer Assembler tatsächlich. Sehr geil. Oder war das jetzt der Kleine? Ich weiß es nicht. Irgendeiner hat gebaut.
Der Kleine kann es eigentlich nicht gewesen sein, sonst hätte ich es nicht rausziehen können, ne? Genau. So, dann kann der nämlich auch weg. Dann wird es auch hier unten mal ein bisschen, wie soll ich sagen, hier unten ein bisschen, ja, platzmäßig besser. Theoretisch den H2O2 könnten wir auch noch überlegen, ob wir den irgendwo anders hinsetzen. Oder noch einen weiteren bauen. Weiß nicht, ob hier vielleicht, von der Höhe her, wird es sich ja eigentlich schon fast anbiedern. Was sagen Peng, da kommt nochmal einer rein. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir hier unser Medical Room haben. Dann mache ich den auch weiß. Dass wir hier unten den Assembler haben, mit dem Eingang nach zu meiner Seite, weil dann kann man hier auch schön ran und einfach mal schnell irgendwie Eis oder Flaschen nachfüllen. Das ist ganz gut. Okay, der hat sich jetzt schon vollgezogen. Na gut, soll mir recht sein. Das heißt, den hätten wir jetzt da oben. Und dann würde ich ihn hier unten auch gerade wegsensen. Oh, verstehe, es ist schon wieder alles voll. Zieht denn der gerade das Eis raus, bitte? Hatte ich noch so viel einstecken? Na gut, egal, dann bleibt jetzt erstmal noch 2 Minuten stehen. Ist jetzt auch nicht schlimm, da stirbt jetzt auch kein Mensch von. Energy low. Davon schon eher. So, dann machen wir ein bisschen Stahlplatten auf Tasche. Und dann würde ich sagen, können wir uns jetzt mal langsam darum kümmern, dass wir auch tortechnisch wieder alles zukriegen. Hier fehlt nämlich auch noch eins. Und dann müssen wir die natürlich auch noch fertig bauen, ist klar. Da sind sie. Guck mal. Schande. Die guten Markierungen sind weg. Apropos weg, was ist, stimmt hier eigentlich nicht? Warum sind die alle... Ach so, doch. Die machen wir mal wieder an. Ach, schau mal, na guck. Sieht man sogar was. Was für eine Überraschung. Hier fehlen uns auch noch ein paar. Ach, ich muss auch noch die Stahlstangen wieder hinstellen. Richtig. So, ich gebe mal alle Teile, die wir brauchen, in Produktion. Tatsächlich auch, weil wir nicht mehr genug haben. Was fehlt denn noch? Jetzt baut er natürlich erst die Platten. Das ist so, das, was ich als letztes brauche, baut er zuerst, ist klar. So, da haben wir das schon mal. Auch hier nochmal alles in die Produktion schmeißen. Einfach damit die Scheiße da ist, wenn wir sie brauchen. Stahlplatten wieder nach hinten. Mach den Rest zuerst. Und vielleicht dann auch gleich mal sagen, nochmal ein paar Röhrchen und Zeug. Halt alles Mögliche. Was wir immer so verbrauchen vor allem. So, und damit haben wir auch hier wieder unser Türchen zurück. Das ist doch schön. Was wir jetzt noch machen können, ist, wenn wir gerade dabei sind, die zerstörten LCDs auch wieder anbauen. Also Light Panels. Nicht LCDs. LCDs ist ja was anderes. So, wir können uns schon mal hier die Farbwerte rauskopieren, wie wir das immer machen. Dann kommt hier, geht uns hier wieder ein Licht auf und hier oben geht uns auch noch ein Licht auf. So, wie immer Farbe einfügen und vor allem die Neonröhren fehlen auch. Ja, jetzt sind wir wieder schon wieder, oh, der feine Herr muss er jetzt wieder Neonröhren bauen. Ja, die Basis ist irgendwie noch irgendwie so ein wandelnder Schrotthaufen, aber der feine Herr klatscht alles mit Neonröhren zu.
Hashtag gönn dir, Brudi. So, hier hinten hat eigentlich alles ganz gut noch überlebt. Das gefällt mir. Was mir noch nicht gefällt, ist das da. Problem ist nur, dahinter werden wir nichts mehr aufbauen können, weil dahinter haben wir jetzt schon genau die Kollegen. Aber was wir vielleicht tun können, warte mal. Das hier ist nix. Eins, zwei... Ah, danke, jetzt hat das Spiel natürlich genau in dem Moment so ein bisschen geruckt. Ja, 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 ja. Und jetzt bauen wir hier einfach eine wunderschöne Schräge rein. Das sieht... Nee, das passt. Ich dachte gerade ganz kurz, es sieht irgendwie aus, als ob das da nicht richtig abschließt. Gut, aber müssen wir das theoretisch auch nochmal hier machen? Können wir das da? Nee. Da können wir es nicht, weil da ist Wand im Weg. Mist. Aber hier geht es zumindest ganz gut. Das sieht irgendwie aus. Warte mal. Zum Thema sieht irgendwie aus, wenn wir das da machen. So. Und so. Etwas besser. Aber vielleicht können wir hier noch ein bisschen mehr glänzen. Oh, glänzen. Der Typ klebt ja jetzt einfach zwei Rampen hin. Was hat das mit Glänzen zu tun? Vor allem sucht der Held natürlich auch gerade in dem Menü, in dem garantiert keine Rampen drin sind. Das macht es noch besser. Wo sind denn jetzt meine Leitern? Habe ich hier mal wieder mit irgendwas anderem zugeknattert? Wahrscheinlich. Ja, habe ich wohl. So, welches Teil brauchen wir hier gerade am wenigsten im Kontrollsitz? Weil müssen wir auch mal bei Gelegenheit eigentlich machen. Ja, doch, ich glaube, das können wir so lassen. Das sieht nicht ganz dämlich aus. Einzige Frage, die sich jetzt mir nur stellt. Ja, wir können noch einen raus. Ja, wobei, dann sind wir wieder... Ach, ich hasse mich manchmal. Das sind so Momente, weißt du, irgendwie auf der einen Seite finde ich es ganz gut, dass es jetzt hier neben der Rampe auf beiden Seiten ist. Auf der anderen Seite stört mich jetzt, dass es hier so ein bisschen... blöd aussieht. Naja. Ich glaube, da werden wir mit ein bisschen Unschönheit leben müssen an der Stelle. Ist leider so. Aber gut, immerhin, wir sind wieder ein ganzes Stück vorangekommen. Das kann man hier auch mal ganz toll, ihr wisst schon, für die Nachwelt festhalten, wie weit wir vorangekommen sind. Ja, und damit, wie immer, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich mega mäßig, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und bis dann wieder. Tschüss.